einmal in die Rolle eines Clowns schlüpfen. Typisch mit roter Nase. Das macht Dorothea heute. Dabei geht es nicht um klassische Clown-Klischees und flache Witze. Weg von diesem Haut-drauf-Clown, der so natürlich meine Kindheit auch als Klischee geprägt hat, hin zu einer Art, wo ich mir denke, das kann sehr sophisticated werden. Dorothea wurde dem Workshop zufällig zugelost. Auf dem 4. Improvember in München, einem Festival rund um das Improvisationstheater. Der erste Tag war für alle Teilnehmer eine Überraschung, weil sie nicht wussten, in welchem Workshop sie landen werden. Kern des Festivals ist, dass Impro-Spieler und Interessierte zusammenkommen, voneinander lernen und sich austauschen. Dorothea ist zum ersten Mal dabei, steht aber schon seit mehr als 20 Jahren auf Impro-Theaterbühnen. Der Kern von Impro-Theater ist, sich dem Moment anzuvertrauen. Mit allem, was du hast, sogar mit dem Publikum gemeinsam eine Verbindung, eine Beziehung einzugehen und eine Beziehung mit deinen Partnern auf der Bühne zu haben. Neben dem Workshop finden auch verschiedene Theater statt. Heute zum Thema Halloween. Auch Dorothea schaut zu, was und wie andere spielen. Das Selberspielen bleibt aber immer eine große Leidenschaft. Ob sie auch in Zukunft die Clownsnase wieder aufsetzen wird? Ich glaube schon.